Hallo und willkommen. Und jetzt geht's langsam wirklich in die Endphase. Diesmal wirklich, wir haben endlich Zugang zum Shuttle bekommen, nachdem das echt schwierig war. Und jetzt müssen wir ab ins Maschinenlabor, um die Techniker von Drahle auszuschalten, oder wie der auch immer, der GPs. Und wenn wir das gemacht haben, wird lustig, weil ich keine Muni habe. Oder so gut wie keine. Naja. Auf jeden Fall, dann können wir später die ganze Station in die Luft sprengen. Naja, aber erstmal Maschinenlabor. Mikrogravitation entdeckt. Meine Operationen sind als Personalkosten in der Transtar-Buchhaltung getarnt. Tja, ich löse Personalprobleme. Ihre Kollegen, die sich im Frachtraum verstecken, werden in wenigen Minuten ersticken. Vielleicht können Sie sie retten. Aber dafür müssen Sie Ihr Loch verlassen, Ratte. Lebenserhaltung. Die Uhr tickt. Morgen. Dahl hat den Sauerstoff zum Frachtraum abgedreht. Mir sind hier die Hände gebunden und die Türen reagieren nicht. Die Atmosphärenkontrolle ist in der Lebenserhaltung. Wenn Sie helfen können, dann schnell. Oder Sie hören mich zum letzten Mal. Okay, wir machen das. Naja, eigentlich, sie sterben sowieso. Miss Alistair hat zu Recht Angst. Obwohl ihre Einschätzung falsch ist. Dahl manipuliert das Sauerstoff-Stickstoff-Verhältnis. Wenn Stickstoff ausströmt, werden alle im Frachtraum wesentlich schneller sterben, als wenn er nur den Sauerstoff abgedreht hätte. Ich schätze, sie wären schon tot, wenn Dahl nicht versuchen würde, sie zu manipulieren. Leute, der Container ist weg. Swear Labs. Ja, das müsste Maschinenlabor sein. Ja. Und so. Maschinenlabor, jetzt töten wir erstmal den ersten Techniker oder einen davon oder keine Ahnung. Werden wir sehen. Das Spiel ist manchmal echt frustrierend. So ist der. Da ist der Techniker. Okay, wir nehmen uns einfach mal die Kuhstrahlen. Der wird das schon regeln, glaube ich. Der Upload wird jetzt fortgesetzt. Wir treffen uns im Arboretum. Wir ja. Haben wichtige Arbeit vor uns. Das hoffe ich. Okay, auf zurück zum Arboretum. Das Problem ist, ich bin sehr, sehr low jetzt. Teil 1 Hit oder so und ich bin down. Arboretum, warte mal, wo geht's denn im Schnitt hin? Wir sind jetzt gerade. Hoffentlich funktioniert das, ey. Und unser Bruder hintergeht uns nicht. Dann sehen wir auch erstmal wieder in Person wieder und das seit dem Beginn, Alter. Puh. Okay, perfekt. Jetzt einfach nach oben und geradeaus. Morgen. Dahl hängt mir im Nacken. Ich weiß nicht, wie lange ich noch. Scheiße. Hörte Dahl auf? Wo? Schnell, 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 schnell. Da war was. Hallo, Dahl. Wurde beschädigt. Und ich bin sofort tot. Ja, ich soll vielleicht meine Fähigkeiten für auf jeden Fall verwenden, ansonsten wäre ich direkt instant tot, Alter. Junge. So, wir machen. Ich werde sie finden. Und jetzt rennen, und jetzt rennen, und jetzt rennen, und jetzt rennen, und jetzt. Okay, das funktioniert. Hab ihn! Ah. Ja, wo kommt er? Da ist er.
Ich gebe dir meinen Zündschlüssel. Aber hör mir bitte erst zu. Dann kannst du die Talos immer noch zerstören, wenn du das für richtig hältst. Aber das tust du nicht. Nein. Ich habe immer gedacht, dass wir nicht mit dem Feuer spielen können, ohne das Haus abzufackeln. Aber du hast mich überzeugt. Du hast mir gezeigt, dass nichts unmöglich ist. Wie hoch der Preis auch sein mag. Dieser Teil von dir ist immer noch da. Wir schreiben Geschichte morgen. Nicht diese Blutsauger im Trendstar-Vorstand. Nicht Mama und Papa. Du und ich. So wie geplant. Unsere Daten bestätigen deinen Verdacht. Die Koralle sendet ein Neuralsignal. Eine geheime Botschaft hinaus ins All. Ich will wissen, welche Botschaft das ist und an wen sie sich richtet. Du weißt es. Seit wir erstmals die Teil von Neuromods testeten, weißt du's. Dieser Fabrikatorplan ist für den Prototyp des Nullwellengeräts. Es fängt das Signal der Koralle ein und nutzt es, um allen Typhon-Organismen einen heftigen Schock zu verpassen. Okay. Nimm es. Und der Zündschlüssel, wie ich... Was? Morgen! Was ist das? Oh nein, er wird sterben. Er ist bewusstlos. Morgen. Sind in der Lebenserhaltung. Alles sicher. Die Luft hier ist auch okay. Ich habe gute Leute gegen die Blackboxen verloren. Dahl war nicht hier. Wenn Sie ihn vor mir sehen, erledigen Sie ihn. Elazar, over. Bei Verlusten Atmosphäre oder Schwerkraft und in kritischen Notfällen begeben Sie sich bitte zum nächsten Sammelpunkt. Okay, wir haben Alex gerettet schon mal. Morgen. Danke für das, was du getan hast. Du hättest mich dem Tod überlassen können. Es ist jetzt wichtiger denn je, dass wir die Sache auf die richtige Weise beenden. Nimm das Nullwellengerät an dich. Ich gehe auf die Brücke, sobald ich wieder bei Kräften bin. Dieses Vieh, das mag ich nicht. Okay, warte, was habe ich jetzt im Inventar? Habe ich jetzt einen Zündschlüssel? Ja, okay, habe ich. Und ich habe den Fabrikatorplan. Das heißt, Fabrikator. Wo haben wir einen funktionierenden Fabrikator? Und Junge, was ist das für ein Ding? Oh, das Ding, das sind so, keine Ahnung, wie Münder oder sowas. Ekelhaft. Oh, das ist auch so ein Vieh. Alter, was geht hier ab? Morgen. Sie haben Alex Appell vorausgeahnt. Ihre Verbindung, Ihre Geschichte. Sie haben mich darauf programmiert, ihn Punkt für Punkt zu widerlegen. Aber wir können das überspringen. Ein Typhon von der Größe eines Wolkenkratzers verspeist gerade die Talos 1. Daher hat Alex Unrecht. Zerstören Sie die Station, wie geplant. Dann wird das Monster ebenfalls vernichtet. Ich will meinen Bruder wohl nicht verlieren, Mann. Ah, was machen wir hier? Wir gehen erstmal in die Lobby. Wir können es versuchen mit der Plasma-Schockwelle.
Hi. Mann, lauf doch, lauf doch, lauf doch. Also, entweder zerstören Sie die Talos 1 oder diese Kreatur vernichtet uns. Psychotronik im ursprünglichen Eindämmungszylinder. Wenn du das Nullwellengerät platzierst, überlagert es das gesamte Korallennetzwerk mit unserem Signal. Nutze dein Psychoskop, um zu erfahren, wo genau du das Gerät platzieren musst. 200? Boah, was? Okay. Oh, Medkit. Okay, schnell speichern. Auch wenn die Psychotronik irgendwie. Wie kommen wir da rein? Ah, so ein Nest, oder? Das machen wir mal kurz hier. Ah. Da kommen wir rein, okay. Mikrogravitation entdeckt. Da ist das Ding ausgebrochen. Eine Dosis von Morgens Zellkultur. Tun Sie's. Das sollte reichen. Komm jetzt auf die Brücke, dann erledigen wir dieses Ding ein für alle Mal. Ja, mache ich. Schwerkraft normal. Diese Kopfschmerzen werden schlimmer, als ob man Zähne kriegt. Nur im Gehirn. Spüren Sie es, MU? Die Schreie werden lauter. Kommen näher. Sie kommen wohl aus der Zukunft, MU. Von den Menschen auf der Erde. Er wird gerade verspeist. Wie von einem Tier in der Falle. Nehmen wir an, Alex' Plan hätte Erfolg. Und dann? Sie spekulieren darauf, dass es keine weiteren Jäger wie die Typhon gibt. Im universellen Maßstab sind die Menschen sich erst seit kurzem ihrer selbst bewusst. Und doch wollen sie die Tür für ein wesentlich älteres, kosmisches Ökosystem öffnen, das sich von Bewusstsein ernährt. Ja. Hier wimmelt es von Haien. Alex glaubt, wir könnten der größere Hai sein. Aber was, wenn wir schlechte Schwimmer sind und jetzt Blut im Wasser ist? Ja, ich will trotzdem noch nicht in die Luft springen. Denk mal dran, was das... Ne, ist das unser Bruder immer noch? Oh nein, go away! Stimmt, da war ja was. Okay, wo muss ich hin? Stopp. Wo muss ich hin? Da drüben. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Nö, 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 nö. Ah, das ist wie. Rinder, Mensch. Danke. Brücke. Oh, wir werden das Ding einfach alle mal ein Ende setzen. January, ich weiß nicht, warum January so besessen auf ist, die Dings zu zerstören. January ist anscheinend... Ach, keine Ahnung, er ist auch ein Roboter. Ich war noch nie auf der Brücke, glaube ich, ne? Was zum Teufel hast du getan? Ich führe nur Morgan. Dein Operator hat mich aus dem Terminal ausgesperrt. Wir brauchen eine Verbindung zum Nullwellengerät, um das Signal rechtzeitig zu senden. Bedenken Sie die Risiken.
Alex' Plan ist, wenn überhaupt, oh eine nein. kurzfristige Lösung. Wir dürfen das Leben auf der Erde nicht in Gefahr bringen. Wenn jemand Gott spielt, dann du. Dein wahnsinniger Plan nimmt allen ihr Geburtsrecht auf die Sterne. Sie wissen, wie Neuromods hergestellt werden. Die Nachfrage wird steigen. In der Zukunft, die Alex sich vorstellt, werden viele sterben, zum Wohle weniger Privilegierter. Ich streite mich nicht mit einem Computer. Töte es, Morgan. Tut mir leid, Morgan. Ich gebe die Kontrolle über das Terminal nicht auf. Sie müssen mich vernichten. Und dadurch vernichten sie auch sich. Nein. Gut. Ich erledige es selbst. Nein. Kann ich das nochmal laden, bevor er ihn... Oh mein Gott, Alter. Okay, ich hau direkt auf January. Was zum Teufel hast du getan? Morgan. Tut mir leid. Aber in dem Fall vertraue ich lieber meinem Bruder als einem Roboter. Ist auf der einen Seite leicht und auf der anderen kompliziert. Sie ist die Zukunft. Heute. Haben wir es geschafft? Und noch wichtiger, unsere Vergangenheit. Heute. Das ist es, was Trendstar macht. Jeder Mitarbeiter, alle zusammen. Es ist die Unsterblichkeit. Und sie ist wundervoll. Wir haben es geschafft. Pray. Wir haben's. Boah. Okay, mein Fazit zu dem Game, es ist geil, also boah. Aber manchmal ist es echt frustrierend, ne? Aber es ist geil. Es ist einfach gut. Kann ich es überspringen? Nö. Alter, Alter, Alter. Ist das, haben sie jetzt, ja. Ich bin gespannt, was passiert wäre, hätte ich alles in die Luft gesprengt. Nein, wir können bestimmt noch einen anderen Speicherstand laden. Oh. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Einblick, was vorher passiert ist, oder? Oder ist das jetzt passiert, das jetzt schon wieder? Oh, geile Musik. Ein Party? Ah, jetzt kommt die richtigen Credits. Okay, was? Verborgener Ort? Oh. Es ist vollbracht. Oh. Wie ist es gelaufen? Aktivierung der Spiegelneuronen ist vielversprechend. Empathiequotient ist gering, fürchte ich. Es denkt wahrscheinlich, es träumt. Dass alles egal war. Sie gehen davon aus, dass es wie wir denkt. Sein Leben hängt davon ab. Unseres auch. Es läuft alles auf seine Entscheidungen hinaus. Es hat mich getötet.
Warum, ist schwer zu sagen. Es hat mehrere Typhon-basierte Neuromods installiert. Das könnte eine instinktive Rückkehr zu seiner Art bedeuten. Oder einen Versuch, beides zu vereinen. Michaela? Ich bin gestorben. Vielleicht hätte es meinen Tod verhindern können. Ich weiß es nicht. Oh. War da dieser Mann in der Psychotronik? Ingram. Sind die Leute sich leben lassen? Nein. Sarah, Sie sind die Nächste. Oh nein, all die verloren. Die Situation im Frachtraum war schlimm. Keiner von uns hätte ohne seine Hilfe überlebt. Außerdem durchkreuzte es Dahls Plan, uns als Geiseln zu benutzen. Wäre das einer meiner Officer, bekäme es von mir eine Auszeichnung. Oh, danke. Daniel, was meinen Sie? Oh nein, ich habe die aber nicht alle gerettet, ne? Es hat mich nie gesehen und es ist Volontär 37 nie begegnet. Schwer zu sagen, was es getan hätte. Es hätte vielen von den Typhon-kontrollierten Menschen schaden können. Scheinbar hat es alles getan, um das zu vermeiden. Ich glaube, es wäre das Risiko wert. Schließlich wollte es das Nullwellengerät aktivieren. Warum? Oh, die diskutiert selber, ob ich weiterleben darf. Wir können nicht genau sagen, was seine Motive waren. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Du kannst uns hören, oder? Ja. Hier. Ich möchte dir etwas zeigen. Oh, das basiert alles auf meiner Entscheidung, ne? Oh Gott, ist das mies. Was du erlebt hast, war eine Nachbildung, basierend auf Morgans Erinnerung. Oh, das war alles eine Simulation. Das ist die heutige Welt. Oh, ups. Jahrelang haben wir versucht, deine Fähigkeiten in uns zu integrieren. Andersrum haben wir es nie versucht. Bis jetzt. Du bist die Brücke zwischen unseren Spezies. Ich muss wissen, ob du uns sehen kannst. Also wirklich sehen. Ja, kann ich. Falls ja, nimm meine Hand. Wir lassen es krachen. Wie in alten Zeiten. Oh, Glückwunsch, du hast Prey abgeschlossen. Das heißt, wir waren ein Typhon. Wir waren ein fucking Typhon. Und haben einfach nur die Simulation durchgespielt. Boah, Leute. Das ist krass. Okay, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ciao. Euer Weltgamer.